Vrishha Pada Kshepasana ist das Hin- und Herbewegung des Beines wie ein Stier. Vrishha heißt Stier, Pada Bein, Kshepa heißt bewegen. Diese Übung wird im Sri Tattva Nidhi beschrieben, einem Hatha-Yoga-Text, vermutlich aus dem 19. Jahrhundert. Im 81. Vers heißt es, lege dich auf den Rücken und entfalte noch die Hände hinter dem Nacken, hebe den Kopf leicht hoch, strecke dann ein Bein aus und mache eine kreisende Bewegung mit dem anderen Bein. Diese Übung dient dem Aufwärmen und sieht so ein bisschen aus wie ein Stier, der sich auf den Rücken legt und mit dem Bein wackelt. Mach es erst mit einer Seite und dann mit dem anderen. Diese Stellung stärkt Oberschenkelmuskel und Bauchmuskeln, ist eine Aufwärmübung. Und diese Übung kannst du auch machen, um dich ein bisschen aufzupowern vor anstrengenden Übungen. Ein Vrishha, ein Stier hat viel Power und du kannst dir vorstellen, dass du dich jetzt auflädst, um danach mit viel Kraft eine neue, andere Asana zu üben.